sehen wir Creme. Auch der genervt bis zum geht nicht mehr. Genau wie Batista. Denn die beiden haben es im Triple Threat Match nicht geschafft, an den Titel des Great Khali zu gelangen. Und Kane hat er richtig erwischt. Er hat einen derartigen Jokeslam abbekommen. Und jetzt trifft er auf den kantigen Engländer, auf Dave Taylor. Und der muss aufpassen. Da haben wir ihn. Ist ein unheimlicher erfahrener Mann. Er muss aufpassen. Denn jetzt ist die Wut von Kane noch roter als die Lichter bei seinem Einzug. Also muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er, also Kane, hat einen Chokeslam eingesteckt, ja, nicht ausgeteilt, und zwar einen gewaltigen. Ja. Also das ist schon wirklich ein Ding, das kennt er eigentlich gar nicht. Und oh ja, da, dieses Lächeln, das ist schon. Das ist kein Lächeln. Wenn Kane lächelt oder die Mundwinkel, dann ist er noch gefährlich. Nein, Günther, weißt du, was das ist? Das ist nur eine Gesichtsentspannung. Ach so. Bei dem immer Bösen gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein Mann, der natürlich den Titel so gerne wollte. Und jetzt muss er sich wieder hinten anstellen. Wir werden sehen, wann er wieder Titelmatch bekommt. Ich denke, er wird schon noch eins bekommen. Er ist ganz oben mit dabei. Und er will jetzt natürlich Dave Taylor in Rekordzeit am besten besiegen. Denn je überzeugender die Siege sind, desto weniger kommt man an ihn vorbei. Ja, der Taylor versucht sich zur Wehr zu setzen, ganz geschickt gemacht durch diese Körperhaken, aber ein Kane, manchmal ist es wirklich so, der spürt überhaupt keinen Einschlag, der spürt keine Aktion des Gegners, überlegt sich nur selbst seine eigene Nächste, in diesem Fall war es ein Elbow Drop, dann kommt der Whip in, dann kommt der Tritt von Dave Taylor und ein wieder Uppercut, also das merkt jetzt auch ein Kane. Super klasse, was er hier macht. Als Engländer hat er natürlich alle möglichen Stilarten drauf. Natürlich den europäischen Stil, aber eben auch den amerikanischen. Er lebt ja nun schon lange genug hier und man sieht bei ihm einfach auch, die Haltegriffe sind schon sehr, sehr wichtig. In seinem Wrestling-Stil halt eben auch. Gar keine Frage. Und das macht er auch sehr, sehr gut. Und damit kann er sogar, und das wundert mich ein bisschen, einen Kane unten halten. Der Kane ist natürlich ein riesen Kerl, also der hat die Längenvorteile. Er ist kräftig genug, aber du hast es angesprochen, dieser Dave Taylor kennt sich eben in so vielen verschiedenen Stilarten aus und hat offensichtlich jetzt das richtige Rezept gefunden. Zumindest für den Augenblick. Man weiß ja, dass Kane ähnlich wie sein älterer Bruder kaum etwas spürt, hat man manchmal das Gefühl, an Schmerzen. Man kann ihn zwar durchaus, wie es hier Dave Taylor gelingt, in die Defensive treiben, aber meistens fällt einem Kane dann wieder was ein. Okay, beim Great American Bash war es letztlich nicht so, aber das hat sich Kane vorgenommen. Soll nicht nochmal passieren. Shoulder Blocks in Serie von Kane. Whip in, dann geht er nach. Dann kommt dieser unglaubliche Clothesline. Und jetzt überlegt er wohl schon, wie er das Ganze beenden möchte. Noch einmal schlägt es ein bei Dave Taylor. Okay, mit dem Blick, da zeigt er nochmal, wie kräftig er ist. Sidewalk Slam. Und was kommt jetzt? Oh, das sieht mir doch sehr nach Launch and Clothesline ein. Wenn er aufs Seil steigt, dann ist das normalerweise die Aktion, die kommt. Jawohl, und da ist er auch schon. Da hat Dave Taylor letztlich keine Chance. Was für eine Maschine dieser Kane ist. Und jetzt soll er kommen. Rote Maschine. Ganz genau, gegen den roten Dave Taylor kommt der Chokeslam. So ist es normalerweise der Fall. Der Chokeslam kommt von Kane. Und das ist dann das Ende des Matches mit einem Triumphator Kane.